Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Wo wir uns diesmal nicht Sie wirklich. scheinen wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Du sagst hier nicht, was wertlos ist und was wertvoll ist. Superkleber, das haben wir vorhin übersehen. Fleisch und Bohnen, Fleisch und Bohnen. Superkleber. Kamera. Mach dich bereit und los Was geht's. zum? Ja, komm hier hoch! Ich befinde mich im Kampf. Ich schon wieder. Das war's? Du hast sie getötet! Okay. Der Kampf ist zwar gefährlich, aber auch ein gutes Training. Ja, das finde ich auch. Also gut, schnell heilen. Und dann, was haben wir hier? Mit Kronkorken, Steampack. Raider. Sonst brauche ich von ihr nichts. Kronkorken. Zwei Steampacks. Oh. Gut. Ist ein Chat. Und kochen ihn. Rückstoß gedämpfte Kampfrüstung. Gut. Und Charlestown. Mit dem Skill Scharfschütze kannst du beim Zielen länger den Atem anhalten. Auf höheren Stufen können Einzelschusswaffen mit Zielfernrohren Gegner zu Boden werfen. Außerdem erhältst du immer jetzt einen Trefferbonus auf Kopfschüsse. Muss mir diesen Skill mal genauer anschauen. Ah, Nuka Cola, ja, das wissen wir. Gut. Hättest einfach weglaufen sollen. Oh, die kleine Pennerin. Hier einfach verstecken dahinter und dann zu einem falschen Moment auf mich schießen. Und zwar nicht mal gut gezielt. Hallo, Curry. So, wo sind wir? Wir wollten eigentlich hier. Nein, zuerst hier hingehen. Sind wir gleich in der Nähe, also. Müssen wir nur hier entlang gehen und schauen, ob wir alle töten, die uns in den Weg kommen. Und da es eine Silver Shroud Mission ist, brauchen wir auch den scheiß Anzug. Ah, da kommt sie ja. Hey. Willst du etwas? Kleidung, Hilfsmittel. Kleidung, Hilfsmittel. Ja, das ist Schrott. Ist er tatsächlich ein bisschen geholfen? Gut. Speichern wir und. Oh, fuck. Das sieht wie eine Festung aus. Eine Menge Altmetall reinbekommen. Könntet ihr neues Zaumzeug machen? Oder neue Hufe für deinen Brahmin? Ah, ich glaube, unser Boss möchte die Kosten für den nächsten Einsatz niedrig halten. Dann drücke ich die Daumen, dass das alte Zeug hält. Wenn sich dein Brahmin ein Bein bricht, wird das deutlich teurer. Okay.
speichern wir nochmal. Ist das hier Smiling Kate? Das sieht aber nach einer gewöhnlichen Siedlung aus. Oder jemand. Bunkerheld, also Bunker. Karawane oder Raider? Was? Nur ich? Aber wir sagen was? Was? Ich sagte Karawane oder Raider. Zu wem gehörst du? Wollen wir fragen? Nur ich? Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Okay, und da kommt dein... Sie haben große Anstrengungen unternommen, um diesen Ort zu schützen. Hallo. Wir müssen uns unterhalten. Kennen wir uns? Lass mal hören. Höre zu. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Nein. Aber ich habe von dir gehört. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Was ist das für ein Job? Was für ein Job ist das? Ich weiß es noch nicht. Alles, was so anfällt, sobald dich mein Boss gesehen hat. Es wird gefährlich sein. Und du erhältst eine gute Bezahlung dafür. Ich bin dabei. Ich lebe für die Gefahr. Wo muss ich unterschreiben? Mir gefällt dein Eifer. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Okay, gut. Sonderlieferung. Ganz schön groß. Und jetzt gehen wir hier rüber und machen Kate die Höhle heiß. Denn ich bin Silbershroud. Oh, dass ihr alle kommt. Hasse es, wenn sie betteln. Entweder du oder ich. Nichts Persönliches. Mann. Ich hoffe, der Nächste macht einen sauberen Abgang. Wenn das nicht der Junge hinter dem Kostüm ist. Das war aber nicht nett, Mr. Shroud, meine Freunde mit deinen Visitenkarten so nervös zu machen. Du hast Sinchins Lieblingskämpfer umgebracht. Aber jetzt werden wir dein gottverdammtes Herz rausreißen! Okay. Ich wusste, dass das passieren würde, wenn ich sie... direkt so angreife. Eigentlich habe ich doch hier gespeichert, oder nicht? Also als erstes einmal... Hilfsmittel. Gut, dann brauche ich... Zettel für 15 Sekunden? Nein. Psycho Buff. Vielleicht, sobald ich hier vorne bin. Ich bin so froh, dass ihr alle kommen konntet. Und Leute, wir haben hier das beste Kauspielzeug überhaupt. Silver Shroud, die Legende. Klar, Shroud hat schon ein paar unserer Besten erledigt, aber was soll's? Das macht die Belohnung umso fetter. Packt euer Zeug ein, wir gehen auf ein Schlachtfest! Okay, erstens das, zweitens... Für wie lange? Was kommt hier? Wenn das nicht der Junge hinter dem Kostüm... Das war aber nicht... Oh. Nein, du darfst nicht! Das ist nicht so! Und jetzt zu dir! Gut, sonst noch wer? Nein!
Denn ich bin Silver Shroud mit dem Schwert. Gut, Grundkarten. Gut. Kampfrüstung. Eine Visitenkarte, da. Lederrüstung, Lederrüstung. Gut. Kronkorken. Lederrüstung, Lederrüstung. Der Rest ist mir egal. Jetzt noch hier. Lederrüstung. Mülleimer ist leer. Nehmen wir das mal weg. Oh, hier ist ein Supermutant. Okay, das sind mehrere. Bei aller Liebe und so. Scheiße. Oh nö. Psycho. Was war das hier? Das haben wir schon gehört. Kommt her! Ist das nicht der Junge hinter dem Kopf? Aber jetzt werden. Hier, Leute! Okay. Gitter wurden ausgeschaltet. Sehr gut. Gut, der Typ hat nichts. Hier sind Grundkorken drin. Zimpack. Ups. Heute. Leder und Leder. Dann haben wir Grundkorken. Und hier. Raider. Leder, Leder. Und Simpelnsbande. Aha. Leder. Und da ist die kleine Kampfrüstung. Gut. Ich würde sagen, wir kommen nicht wieder auf die geniale Idee, hier rüber zu gehen, aber speichern zuerst. Aha, Meierlachs. Gut. Ich würde sagen, aha, hier oben ist es. Hier. Suche nach den. Ah ja, genau. Das können wir uns bald ansehen. Ein Freund hat mir gesagt, ich müsse mir da keine Sorgen machen. Es gibt keine richtig oder falsch. Einfach reingehen, alle töten und sie befreien oder mit ihnen machen. Also mit ihnen mitmachen. Man kriegt später keine Möglichkeit, irgendwie Sims unkenntlich zu machen oder so. Hey! Du brauchst etwas, oder? Ja, und zwar nehme ich alles. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Es ist kein Schrott, es ist
Das. Wunderschönes Das. Gut, dann herstellen. Institutpistole. Mhm. Schlag. Warum habe ich einen Schlagring mitgenommen? Mhm. Sturmgewehr. Standardverschluss gehärtet. Oh. Was ist außergewöhnlicher Schaden? Ja, das sehe ich. Dafür brauchen wir 4. Kurzer Lauf, verlängerter Lauf für die Reichweite. Belüfteter Lauf. Nicht schlecht. Überlegene Rückstoßdämpfung, überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Das ist mir egal. Ich weiß nicht, ob mir das egal ist. Kurzer Kolben, vollständiger Kolben. So gewöhnliche Rückstoßdämpfung. Standardmagazin. Boah, Schnellladetrommelmagazin. Nicht schlecht. Standardvisier. Ja, man kann ein paar Währungsfernrohr. Ja. Und was geht noch? Kompensator, Umrundungsbremse und Schalldämpfer. Ja, ups, nein. Noch nicht. Ja, zerlegen wir das mal. Standard. Ja, die Schüsse sind leider zu schwach. Ein Freak. Hab auch noch zwei. Mächtiger Verschluss. Ja, das wäre nicht schlecht. Standardlauf. Kurzer, leichter Lauf. Okay, das ist egal. Vollständiger Kolben. Rückstoß den von der Kolben. Ein bisschen schneller. Standardvisier. Boah. Gut. Was hätten wir hier? Nebel. Herstellen. Ich nicht für einen ordentlichen Drink geben. Bergbauhelm. Dann kann man. Bergbauhelmlampe. Wallboy fügt den Wallboy-Helmlampe hinzu. Eine. Standard-Helmlampe. Ich verlange nicht viel. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich brechen kann. Ruft eine rote taktische Helmlampe? Das kann ich mir unter rotisch-taktisch vorstellen. So, okay, was haben wir hier? Poliert geht nicht mehr, zusätzliche Taschen geht auch nicht mehr. Dem nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin. Wo es weh tut, ja. Und wenn ich derjenige bin, der dich vögeln will, kriege ich auch einer zwischen die Nüsse. Also besser gesagt in die Nüsse. So. Brauche ich leider ein bisschen Höhe. Gut. Sonst habe ich das. Oh. Ich habe immer Zeit für meine Kumpels. General? Okay, Lederschraubenstoff. Gut. Ja. Bergbauhelm. Falls ich einmal Reparaturen nötig haben sollte, scheinst du die nötigen Fähigkeiten zu haben. Kate? Hey. Bereit, wieder aufzubrechen? Wie fühlst du dich? Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut genug, da rauszugehen und ein paar Schädel einzuschlagen. Also, bist du bereit für die Straße?
Ich will nur ein bisschen handeln. Sehe ich vielleicht aus wie eine Bank? Okay. Der besagte Freund, der mir sagte, wie es ist. Es lohnt sich immer, für die Freiheit zu kämpfen. Ja, schön. Der mir sagte, wegen... Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Aluminium, ja, leider. Mit Stacheln, scharf. Panzerbrechend. Für das Schaden. Mhm. Ja, wir machen Stacheln mit Stacheln. Ja. Wow, ziemlich clever. Mit überlegener Feuerkraft aufkreuzen, was? Okay, da gibt es nichts mehr. Gut. Der besagte Freund sagte mir, ich solle Kate... Warte mal eine Sekunde. ...eine Nahkampfwaffe geben, denn sie sei eine sehr gute Nahkämpferin. Und das werde ich mal befolgen. Bereit, wieder aufzubrechen? Ich will nur ein bisschen handeln. Sehe ich vielleicht aus wie eine Bank? Oh. Tut mir leid, Kate. Ist nicht böse gemeint oder so. Rüber mit Stacheln und ausrüsten. Ich hoffe, dass die Gattin, die ich sammle, irgendwann einem Zweck dienen werde. Ja, das werden sie sicher. Gut. Hier rein kommen ja die solche Sachen, um Platz zu sparen. Ja, das Sturmgewehr auch im Moment. Haben wir auch etwas Spezielles außer dieses Zeug? Gut, okay. Und jetzt Lebensmittel, Kleidung, Hilfsmittel. Aha. Red X kann weg. Genau. Und das andere Red Zeug. Red Away. Was? Red Away. Kann rüberkommen. Es ist, um die Strahlung wegzukriegen. So, und vom Gewicht her sind wir wieder Taco. Oder? Halbwegs. Ja, es ist. Okay, wir haben Schrott. Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Schrott, aber wir haben Schrott. So. Gut, dann der nächste Angriff geht auf diesen Schwachmatten hier. AA DTSA Regionalsbüro. Raider sind die Geißel des Ödlands, im Commonwealth wie auch überall sonst. Sie sind locker organisiert in einer Machtstruktur, die auf schiere Ruchlosigkeit basiert und greifen jeden jederzeit an, den sie sehen. Blablabla. Wenn du rennst, bist du lauter als wenn du gehst und wirst leichter entdeckt. Um richtig zu schleichen, musst du dich langsam und geduckt bewegen. Wissen wir auch. Verteidigungsanlagen sind recht robust, oder? Ja, das sind sie. Hm.
Können wir mal... wir müssten eigentlich die Hauptstraße entlang gehen, aber... Ich glaube, hier in der Nähe ist Supermutanten-Territorium. Und ich bin nicht unbedingt scharf auf Supermutanten-Gesellschaft. Ist das ein Raider? Jemand da? Sei vorsichtig. Okay, da Raider hier sind. Was? Hat jemand auf uns geschossen? Das wird dein letzter Kampf, Kumpel! Gut, noch Fragen? Auch, aber das sind nun mal die Raider. Okay. Inventar. Nein, Hilfsmittel. Bereitetes Wasser. Und das. Was ist das gerade für ein Klimpern? Ein Labor. Gummibonbons. Also der Superkleber. Stoff und Holz. Ich gerade aus Stoff, aus dem die Träume sind. Ah, irgendwie so etwas. Und da rein gehen wir ein anderes Mal. Ich will diesen Angsthasen finden. Notiz. Trocken, So. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, sind wir. Und da ist ein wilder Ghoul. Der hat uns schon bemerkt. Moment, der ist schon tot? Den habe ich getötet, bevor er sich mutieren konnte? Chameleon. Du bist für deine Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Superkleber. Blechdose. U-Bahn-Marke. Ich glaube, das war's. Aluminiumkanister. So, was haben wir in dieser Kirche? Sind das Schüsse gewesen? Oder nur etwas, worüber wir gelaufen sind? Okay, hier oben gab es nichts Spezielles und hier kann man runterfallen. Und man überlebt es. In anderen Spielen, Witcher 3, wären wir schon lange gestorben. Das Raider? Hm.
Sieht leider so aus. Aber wir kennen uns. Ta. Na, okay, gut. Packen wir es weg. Wir haben uns bemerkt, aber schießen noch nicht. Ich bin friedlich. Gunner-Soldat. Stehen bleiben. Zivilisten, die hier durch wollen, müssen 500 Kronkorken bezahlen. Was, wenn ich nicht bezahle? Was, wenn ich nicht zahle? Du willst zahlen. Vertrau mir. Handeln? Wie wär's mit einem kleinen Preisnachlass? Hör zu, ich darf eigentlich gar nicht mit dir reden. Entweder gibst du mir jetzt das Geld oder ich knall dich ab. Was soll's sein? Ablehnen. Daraus wird aber nichts. Tut mir leid, aber Befehl ist Befehl. Okay, gut. Das hätten wir. Steampack. Gut, ja. Oh Gott, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Hier, bevor wir zurückgegangen sind. Gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.